Gratulation, Ryan Johnson hat seinen ersten richtig guten Film gedreht. Willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Krimi-Autor Harlan Thrombey, der seinen 85. Geburtstag auf seinem Landsitz North Cawthelstone Hall feiert, wird kurz nach seinem Geburtstag tot aufgefunden. Es sieht zunächst nach Selbstmord aus, aber weil diese Filme nun mal so sind, wie sie sind, steckt doch ein bisschen mehr dahinter. Abgesehen von zwei Polizisten, nämlich Jasper Featherston aus Middle Frithem und Hesketh Fortescue aus... wie heißt das Kaff? Abgesehen von zwei Polizisten, nämlich Jasper Featherston aus Middle Frithem und Hesketh Fortescue aus Thrumpton Castle ist noch ein Privatdetektiv. Wie heißt der? Abgesehen von den zwei Polizisten Jasper Featherston aus Middle Frithem und Hesketh Fortescue aus Thrumpton Castle ist noch der Privatdetektiv Benoît Blanc dabei, gespielt von Daniel Craig. Warum er da ist, das wissen seine Angehörigen nicht so genau, aber jetzt kommt der Clou, er selbst weiß es auch nicht so genau. Er wurde nämlich anonym angeheuert und zwar de facto schon bevor der gute alte Mann verstorben ist. Wie das genau funktioniert, kann ich nicht verraten, denn dann würde ich den Film ja spoilern. Die ganze Familienbande wird also auf dem Landsitz in North Cawthelstone Hall zusammengetrommelt und nach verhört. Fast jeder hätte ein Interesse daran, ihn umzubringen und das wie Selbstmord aussehen zu lassen, denn der gute alte Mann war steinreich und hat damit jede Menge potenzielle Erben. Es muss also nicht unbedingt Selbstmord gewesen sein. Warum heißt sein einer Enkel Ransom, zu Deutsch Lösegeld? Warum sieht sein Schwiegersohn aus wie der Typ aus Miami Vice? Welche Rolle spielt Martha, die Krankenpflegerin von Harlan Thrombey? Und aus welchem Land kommt ihr eigentlich? Warum hat er für sein eines Enkelkind immer doppelt die Collegegebühren gezahlt? Und warum hat er sich beständig dagegen geweigert, dass seine Bücher verfilmt werden? Und warum hat er sich mit seinem anderen Kind deswegen ständig in den Haaren gehabt? Fragen über Fragen, die alle irgendwann im Laufe des Films beantwortet werden. Ryan Johnson ist echt nicht zu beneiden. Da wurde er auserkoren, das etwas schlapp angeschmissene Star Wars Franchise zu retten, nachdem Disney die Rechte aufgekauft hat. Und dann bekam er fast dafür nur in die Fresse. Jetzt hat er mal wieder sein eigenes Drehbuch verfilmt, was aber diesmal zum Glück funktioniert. Man ist geneigt zu sagen, das war der beste Ryan Johnson Film von allen fünf, was aber nicht sonderlich schwer ist, wenn man The Last Jedi oder Looper gesehen hat. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, Ryan Johnson denkt gerne, seine Filme seien ein bisschen cleverer, als sie dann tatsächlich sind. Trotzdem macht der hier Laune. Hier hält sich das, schaut mal lieber Zuschauer, ich stelle das Genre auf dem Kopf, zum Glück sehr in Grenzen und das Drehbuch ist schnurrig geschrieben mit einer kleinen Schwäche. Sobald die Beteiligten den Landsitz verlassen, geht für mich ein bisschen was von dieser klaustrophobischen Stimmung flöten. Also die besten Szenen sind für mich die in dem Film, wo sie alle in einem Haus sind. Trotzdem macht der Film von der ersten bis zur letzten Minute Spaß. Und man darf nicht vergessen, eigentlich ist das Konzept ja nicht das einer Komödie. Hier wurde entweder jemand umgebracht oder er hat sich selbst umgebracht. In einer CSI-Folge oder in einem Columbo-Film würden alle mit ganz grimmigen Gesichtsausdrücken herumrennen und bierernste Dialogzeilen aufsagen. Hier ist das Ganze mit deutlich mehr Spaß inszeniert. Man merkt den Schauspielern auch an, dass sie dabei Spaß hatten. Er ist vielleicht nicht der cleverste oder der beste Film des Genres. Wer eine Leiche zum Dessert gesehen hat, der weiß, was ich meine. Nicht alle Gags zünden. Zum Beispiel der jüngste Spross der Familie, dessen Figur hat in dem Film keine Aufgabe. Der hängt die ganze Zeit nur am Handy rum und schreibt irgendwelche Trollkommentare in diverse Internetforen. Das trägt nicht unbedingt zur Handlung bei und damit ist die Figur de facto verschenkt. Und so wie sich das für mich anfühlt, ist es eigentlich nur ein Kommentar von Ryan Johnson, der ja, nachdem er Star Wars gemacht hat, sich mit Millionen und Abermillionen von fiesen Kommentaren in diversen Internetforen auseinandersetzen musste. Und das ist ein großer Mittelfinger an diese Zuschauerschaft. Also großartig clever ist das nicht. Aber der Rest der Besetzung ist top drauf. Daniel Craig spielt richtig gut, er ist zu Recht für den Golden Globe nominiert. Und er zeigt, dass er ein richtig guter Schauspieler ist, wenn er nicht dauernd Martinis schlürfen muss oder irgendwelche bösen Spionagejungs erschießen muss. Eine schnurrig inszenierte Krimikomödie mit gut aufgelegten Darstellern, einem interessanten Drehbuch bzw. einer interessanten Geschichte. Und endlich, endlich, endlich mal wieder ein Film, der sein eigener Film ist. Das heißt, Ryan Johnson hat sich diese Geschichte ausgedacht und hat das Drehbuch geschrieben. Es wurde kein Buch verfilmt, es wurde kein Comic verfilmt oder ein
aus einem bestehenden Film ein Remake gemacht oder eine Fortsetzung gedreht. Nein, hier hat sich das Studio Lionsgate getraut, 40 Millionen Dollar in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir produzieren jetzt dieses Drehbuch, obwohl wir nicht wissen, ob es funktioniert und ob es dafür einen Markt gibt. Dafür gibt es unterm Strich 4 von 5 Messern und einen halben Donut. Absolute Empfehlung, könnt ihr auf jeden Fall gucken. Leute, es ist 2020, im Ernst, ist das alte Jahr schon wirklich wieder rum? Ging für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell. Einige neue Videos habe ich im letzten Jahr gemacht, einige neue Abonnenten habe ich dazu bekommen. Einige Filme habe ich gesehen, die richtig gut waren. Viele, viele Filme habe ich gesehen, die schlecht waren. Und ich werde auch 2020 weiterhin Videos machen über Filme, die gut waren und über Filme, die schlecht waren. Ich danke euch allen fürs Kommentieren, Teilen, Bewerten, Abonnieren und so weiter und so fort im letzten Jahr. Hoffe, ich mache im nächsten Jahr ähnlich mit einer ähnlichen Frequenz weiter. Danke euch wie immer fürs Gucken. Wünsche alles Gute, viel Spaß im Kino oder daheim auf dem Sofa, bei welchem Film auch immer. Und bis zum nächsten Mal.